wir denn? 10 Uhr morgens. Ich habe meine Runde schon erledigt. Leider diesmal ohne Pfeife, aber der Grund dafür ist einfach, es war zu windig und ja, ich konnte mich auch nicht entscheiden, was ich rauche. Hatte auch noch nicht gefrühstückt und ja, deswegen keine Pfeife diesmal. Aber heute Nachmittag nach dem Schwimmtraining freue ich mich drauf. Ja, wie ist die allgemeine Lage? Noch eine Woche bis zu unserem Jahresurlaub, also 3 Wochen Schottland stehen bevor. Die groben Planungen stehen soweit. Aber mal gucken, vielleicht schaffe ich es noch irgendwann in der Woche noch mal ein kleines Video, um zu zeigen, wo wir hinfahren werden. Natürlich, unser Ankerpunkt ist dann in der Nähe von Glasgow, wo die Familie ist. Da werden wir dann die ersten 2, 3 Tage verbringen und ein bisschen feiern, das Wiedersehen. Und ja, hier schon mal der grobe Plan. Es geht ab hoch in den Norden, Richtung Thurso. Das ist oben der äußerste nördliche Zipfel von Schottland gegenüber der Orkney-Inseln. Und dann werden wir uns an der Westküste langsam runterbegeben und uns die ganzen schönen kleinen Fischerdörfchen anschauen und ein paar archäologische Sehenswürdigkeiten. Dann, ja, Isle of Skye natürlich. Ein kleiner Trip, mal gucken, vielleicht einen Tag oder so. Und dann eben, ja, meine Lieblingsfährverbindung von Skye nach Maleic. Also, wer mal oben in Schottland ist, sollte die auf jeden Fall machen. Ist zwar nicht ganz günstig, geht auch nur knapp 3 Stunden, glaube ich, ist die Fähre. Aber man hat da ein Panorama wie im Kino und ich hoffe, dass ich da mal ein Video machen kann, dass ich das hier euch auf jeden Fall zeigen werde. So, ich dachte mir, bevor ich hier noch meine Arbeit weitermache, die meisten kennen das ja auch, wenn Ferien sind, dann hat man doppelt so viel Arbeit und muss ein bisschen seine Abwesenheit planen, vorarbeiten, damit eben der Urlaubsvertreter nicht so viel zu tun hat. Und da bin ich auch mitten dabei und ja, aber ich dachte mir, ein Video muss noch sein. Gab ja noch ein paar neue Tabake und ich habe meine Tabakbar ja ausgetauscht. Deswegen möchte ich euch heute 4 Tabak vorstellen. Entschuldigung für das eventuelle Wackeln. Ich kann gerade mein Stativ nicht finden hier. Und deswegen ist hier so ein bisschen was aufgebaut. Ich hoffe, die Vibrationen des Tisches werden sich da nicht so sehr übertragen. Okay, starten wir mit dem ersten Tabak. Wo haben wir denn? So, es geht um die Chateau-Henri-Reihe. Und wir haben hier die Nummer 8. Ich weiß gar nicht, warum ich mir den geholt habe. Ich glaube, meine letzten Peter-Heinrichs-Tabak, die ich mir geholt habe, die hatte ich auf Empfehlung von Leuten geholt. Oder die haben sie, oder ich habe die denen besorgt und deswegen habe ich mir mal ein Döschen mitgekauft. Und ja, zeige euch mal das Tabakbild. So sieht es aus. Sehr hell, sehr grob gerissen, wie man sieht. Speziell die Virginia-Stückchen hier, die sind doch sehr groß, wenn man es sieht. So der Duft. Leicht fruchtig, leicht süß, ein bisschen säuerlich und ganz im Hintergrund etwas Rauchigkeit. Ich sage euch mal, was drin ist. Also Virginias, Red Virginias, Kentucky, Orient und Latakia. Das hört sich ja erstmal sehr gut an. Man könnte denken, das ist ein richtig starker Tabak, also sehr komplex, sehr körperreich. Aber da sind wir weit von entfernt. Der Tabak, der besteht aus dem größten Teil Virginias und das ist so, ich kann jetzt nicht Anteile sehen, ich schaue mal schnell rein, ob ich das ungefähr so bewerten kann. Ich würde sagen, die Virginias teilen sich so auf 70% helle Virginias und 30% Red Virginias. Und da habe ich auch die Vermutung, dass da ein Fruchtcasing drauf ist. Beim Rauchen bekommt man das so ein bisschen mit. Es schmeckt so ein bisschen flaumig, aber es stört jetzt überhaupt nicht den Tabak insgesamt. An zweiter Stelle kommt da der Orient. Da denke ich, dass insgesamt, wenn man das anteilig sieht, 10% drin sind. Und die letzten 10% teilen sich so ein bisschen der Kentucky und der Latakia. Also rundherum ist es eine leichte englische Mischung, würde ich sagen. Virginia spielt da so ein bisschen die Hauptrolle. Zwischendurch ja, finden sich die Orient-Tabake mit so einer leichten säuerlichen Note ein, die aber das Fruchtige an der Virginia, speziell des Red Virginias, so ein bisschen unterstützen.
Kentucky bringt so zwischenzeitlich ein bisschen was Nussiges, Erdiges mit rein. Ist auch kein rauchiger Kentucky, der da drin ist. Und der Latakia, der rahmt das alles so ein bisschen ein. Zwischendurch hat man so eine Spur Latakia. Macht den Blend so ein bisschen kerniger, weil die Virginia-Süße doch dominiert. Für wen ist der Tabak was? Ich würde den Tabak eigentlich keinem Anfänger empfehlen, speziell wegen den Virginia-Tabaken. Die sind doch sehr empfindlich beim Heißrauchen speziell. Für draußen ist der Tabak generell nichts. Also sobald ein bisschen Wind ist, wird die Pfeife zu heiß. Ja, Gaumen und Zunge mögen das nicht so sehr. Und deswegen war es schwierig. Also in reiner Indoor-Tabak würde ich den bewerten. Und vielleicht für fortgeschrittene Aromatenraucher oder dänische Raucher, die gerne mal ein bisschen was herberes, kernigeres rauchen möchten und nicht auf die Süße verzichten wollen, für die ist der Tabak auf jeden Fall was. Ich werde mir den wahrscheinlich nicht wiederholen, aber die 100 Gramm Dose, die ich habe, die wird noch einige Zeit reichen. Und ja, ist für mich so ein Frühstückstabak, falls ich morgens mal früh eine Pfeife rauche, ohne Frühstück und dann eben ja, hier draußen im Hof, wo es ein bisschen windgeschützter ist. So, dann machen wir doch direkt weiter mit Peter Heinrichs. Ich mache hier noch schnell mal die Tabakbeschreibung auf. Viele kennen den Tabak eigentlich. Es ist dieser Virginia Kentucky Strang. Es ist der Chateau Henri Nummer 44. Ich halte mal das Warnzeichen zu. Den habe ich, ja, die Dose habe ich jetzt auch, glaube ich, schon 2 Jahre. Ist schon einiges raus, weil zwischendurch habe ich wirklich einen IBA drauf. Aber ich zeige euch mal den Tabak und gleichzeitig sage ich euch, was dran ist. Also, es sind Virginia-Tabake. Ich glaube, helle und rote Virginias. Und das alles eben gepaart mit einem leckeren Kentucky. So sieht er aus. Ganz dunkel. Ich denke auch heiß gepresst. Vielleicht sogar ein bisschen Dampf dabei. Und wenn man in die Dose riecht, wird es eigentlich ganz spannend, weil der erinnert mich so ein bisschen an McLennan-Tabak. Der hat so einen leichten Fermentationsgeruch, so ein bisschen Essig. Dann kommt ein bisschen Süße raus. Und wenn man ganz nah rangeht, kann man das rauchige, erdige von Kentucky riechen. Ich weiß nicht, wie viel Kentucky drin ist, aber es werden sicherlich mehr als 10% drin sein. Ich schätze so 15, 20, vielleicht sogar 25%. Und ja, ist aber durch diese Heißpressung nicht so kräftig, wie man es sich vorstellen könnte. Man muss den Tabak generell erstmal ziemlich lange trocknen lassen, weil er doch sehr feucht aus der Dose kommt. Und ich würde sagen, eine knappe Stunde würde ich den draußen lassen. Ich zerreibe den meistens und fülle mir den dann in meine Pfeife und Abbrand, alles ist super. Und ja, geschmackstechnisch, ich habe immer ein paar Notizen gemacht, ist er eigentlich eher auf der süßen Seite. Süßes, dunkles Brot, dann Röstaromen, die der Kentucky hinzufügt. Rauchigkeit kommt eigentlich nicht vor, es ist eher so Röstaromen, Nussigkeit, die Erdigkeit und das Ganze bringt dann einen sehr schönen, ja, ich sag mal deftigen Rauchgenuss mit sich, der eben nicht an Süße fehlen lässt. Weil Süße, finde ich, muss für mich bei vielen Tabaken immer dabei sein, damit er eben sehr schmackhaft für mich ist und das hat der Tabak. Kann ich jedem empfehlen. Anfänger vielleicht auch. Mit Filter habe ich ihn noch nicht geraucht. Ich rauche die meistens ohne Filter. Ich weiß jetzt gar nicht, wie er mit Filter performt. Vielleicht ist er da ein bisschen milder im Geschmack. Dann könnte es vielleicht gehen. Aber wer vielleicht so Virginia Kentuckys kennenlernen möchte, kann ich den auf jeden Fall empfehlen. Und ich glaube, den Solani Silverflake, der ist auch ganz lecker. Der geht in dieselbe Richtung. Und ja, darf bei mir nicht fehlen. Also ist zwar kein ständiger Begleiter in meiner Tabakbar, aber ab und zu habe ich so einen Jeeper drauf, wie auf, man kennt das ja auch auf Schokolade. Dann muss ich den mal haben, dann finde ich den richtig toll. So, schauen wir den noch Schönes. Genau, um die Bandbreite so ein bisschen abzudecken, kommen wir zum nächsten. Eine kleine Überraschung für mich, das war von Kleinlage der Kaffeeklatsch.
Karanu. So, riechen wir mal dran. Man kann ganz klar Nougat erkennen. Und vielleicht was Karamelliges im Hintergrund, aber Karamell ist beim Rauchen leider auch nicht so erschmeckbar für mich. Ich zeige euch mal den Tabak hier. Wird von DTM produziert. Und ich vermute, dass es dieselbe Tabakbasis ist wie der Sweet Vanilla Honeydew. Und ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt. Das ist von Michael Arpitz der Black Blend. Ich habe ihn selber noch nicht geraucht. Ich habe aber mal dran gerochen. Und das ist ein Cavendish-Aromat, der mit dem Sweet Vanilla Honeydew-Aroma versehen ist und einem Kakao-Aroma. Und der riecht quasi wie die Kakao-Komponente von diesem Black Blend. Ich habe den meiner Frau auch mal unter die Nase gehalten und sie kann auch ganz klar Nougat erkennen. Und ja, ich bin begeistert. ja, wie schon gesagt, Sweet Vanilla Honeydew hat ja eine super Tabakbasis, ist vielleicht zu intensiv aromatisiert. Dieser hier geht vielleicht in dieselbe Richtung, aber im Geschmack zeigt sie es nicht. Eine Schokoladenaromatisierung ist ja nicht so kräftig wie eine Vanillearomatisierung. Die Virginias kommen da sehr gut durch. Ist dieser spritzige, leicht fruchtige Virginia plus dann eben diese Nougat- oder Schokoaromen, je nachdem, was der Gaumen da so erkennt. Und die machen das ganze Raucherlebnis sehr entspannt. Es gibt keine Höhen, es gibt keine Tiefen. Und ist ein super Gesellschaftstabak. Also er ist auch mittelkräftig, deswegen muss man da auch auf nichts verzichten. Meine Frau und meine Tochter haben mal ein bisschen was von dem Rauch abbekommen, fanden den auch super. Und ich muss zur Enttäuschung vieler Fans der Kanzlermischung sagen, dass dieser hier die Kanzlermischung ablösen wird. Also die Kanzlermischung werde ich mir nicht mehr holen, weil die Kanzlermischung doch ein Ticken zu süß ist und ja, nicht ganz so kräftig wie dieser hier. Dieser hier ist auf jeden Fall mittelkräftig und kann ich jedem Dänischraucher empfehlen, der gerne Schokoladenaromen hat oder vielleicht auch mal, also ich schmecke Schoko, kein Nougat, aber dem sowas gefallen würde. Also kauft euch den, der ist von DTM produziert. Kleinlage ist ja eigentlich nicht so bekannt für Pfeifentabake und das ist auf jeden Fall ein toller Griff für mich gewesen. Kommt auch mit nach Schottland, habe ich schon entschieden. So, dann noch eine kleine Überraschung. Der nächste Tabak. Ich mache mal die Tabakbeschreibung auf hier. Es geht um einen Dunhill-Klon. Habe ich euch ja gezeigt, als ich meine Tabakbar aufgemacht habe. Und es ist von Robert McConnell, der Oriental Square. Hieß vorher mal Dunbar, glaube ich. Und ist ein Klon vom Dunhill Durbar. Drin ist Virginia, Orient, Attakia. Genau das Richtige für mich. Ich zeige euch mal das Tabakbild. Ich weiß gar nicht, ob man es so gut sehen kann. Ich tippe so auf 25-30% Latakia und dann Virginia und Orient in gleichen Anteilen. Also Orient ist auch im Geschmack ein bisschen dominanter als der Virginia, aber ich rieche erstmal. Ja, man riecht was Säuerliches, Rauchiges. Den Virginia kann ich jetzt gar nicht riechen. Also eine Süße verströmt er nicht. Aber im Geschmack ist das ein bisschen anders. Ich muss auch direkt sagen, die Dunhill-Variante, die hat mir nicht so gut geschmeckt. Den hatte ich, glaube ich, 2 oder 3 Mal. Speziell am Ende, als Dunhill seine Pforten für den Tabak geschlossen hatte, ist ja schon ein paar Jahre her, da habe ich noch an der holländischen Grenze gewohnt und da gab es so ein paar Kioske, die noch Altbestände hatten von Dunhill-Tabaken. Und die habe ich so ein bisschen geräubert. Und die hatten dann auch da damals zur Wiederauferstehung des Durbar noch ein paar Dosen und da hatte ich mir auch welche mitgenommen. Ich habe den gerne geraucht, also man konnte eine Dose wegrauchen, aber begeistert hatte mich da nicht. Da hat mir so ein bisschen, wenn ich ehrlich bin, die Süße gefehlt. Das hat dieser Oriental Square, ist in meinen Augen nicht gleichwertig zum Dunhill. Also wer den Dunhill Durbar mag, wird diesen natürlich auch mögen, aber hier ist die Süße ein bisschen prägnanter.
Also Orient ist hier die erste Geige, dann kommt ein bisschen, kommt der Latakia auch auf jeden Fall nebenher dazu. Und der Virginia gibt hier so eine schöne, im Hintergrund mitschwingende Süße. Und deswegen schmeckt er mir auch ein bisschen besser als der Durbar, der eben die Süße ein bisschen vermissen lassen hat. Der wäre eher was für Orient und Latakia Liebhaber, die es eben herb, kräftig, säuerlich mochten. Und der hier, der bringt so ein bisschen die Süße hinzu und macht den für mich interessanter. Ich muss auch sagen, die Dose ist auch jetzt ein paar Jährchen alt. Ich weiß gar nicht, wann Robert McConnell die Tabake auf den Markt geschmissen hat. Das müsste ich mal nachgucken. Also ich denke mal, 2 oder 3 Jährchen wird die schon haben. Kann auch sein, dass deswegen der Virginia da so ein bisschen gearbeitet hat in der Dose und ein bisschen süßer geworden ist. Aber ich werde ihn auf jeden Fall ja, nachkaufen und ist ein anständiger englischer Tabak und macht auf jeden Fall Spaß und schmeckt mir sehr gut. Gut, dann haben wir jetzt hier 16 Minuten, 4 Tabake besprochen, ein bisschen über Urlaub gequatscht. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr habt ein bisschen Spaß und ich erleichtere euch ein bisschen die Kaufentscheidungen für die Tabake, falls ihr die mal in den Händen haltet. Wünsche euch noch einen sehr schönen Sonntag. Lasst es euch gut gehen und bis die Tage, spätestens aus Schottland. Tschüss.